The thief in the temple. Escapism in the pre-apocalyptic era. Hallo und willkommen zu dem Podcast im Schatten. Dies ist eine weitere Folge von Der Dieb im Tempel, Eskapismus in der präapokalyptischen Ära. Hier erwartet dich eine weitere Dosis Weltflucht, Kunst, Misanthropie, Melancholie und Depolarisation im Zeitalter der medialen Sklaverei. In der letzten Episode ging es um drei französische Komödien und ich möchte noch eine Runde länger im französischen Kulturraum bleiben. Diese Folge meines Podcasts hat sehr starke eskapistische Dimensionen und stellt insgesamt Kunstwerke vor, die eine interessante Kreuzung zwischen Unterhaltung und Kulturanspruch darstellen. Doch viel spannender ist, dass wir uns die meiste Zeit dabei in einer mediterranen Umgebung befinden werden, passend zum Sommer und zum Wetter gerade. Genauer genommen an der französischen Riviera, auch bekannt als Côte d'Azur, aber auch etwas weiter westlich in Marseille. Es wird heute um ein Buch gehen, um einen Film, um eine Comicreihe und ein Musikalbum, das volle Programm also. Alles in allem, es wird sehr frankophon zugehen und sehr sonnig. Im Falle des Filmes und des Buchs geht es um dieselbe Geschichte, da der Film eine Verfilmung des Romans darstellt. Ich möchte dennoch erstmal den Film behandeln, da er deutlich bekannter ist als das Buch, und dann auf das Buch eingehen und die Unterschiede zwischen den beiden herausarbeiten. Film Talk. Let's pick a movie apart and geek out about it. Der Film, um den es heute gehen wird, stammt von Alfred Hitchcock und trägt den Titel To Catch a Thief und wurde im Jahr 1955 herausgebracht, als Hitchcocks nächster Film nach Rear Window. Ich habe über Rear Window, in Deutschland bekannt als Das Fenster zum Hof, in der vorletzten Episode gesprochen und da die Idee geäußert, auch Hitchcocks nächsten Film unter die Lupe zu nehmen. Hier sind wir also. Denn ich halte diese Phase in Hitchcocks Schaffen für die beste, angefangen mit Rear Window über To Catch a Thief bis zu Vertigo und North by Northwest. Übrigens, in meinem Podcast gibt es weder Triggerwarnungen noch Spoilerwarnungen. Dafür bin ich viel zu altmodisch. Und es interessiert mich auch nicht. Mit anderen Worten, das ist dein Problem, das du lösen musst. Ich plaudere hier einfach nur über einen Film. Nun, To Catch a Thief, im deutschen Sprachraum lautet der Filmtitel Über den Dächern von Nizza, ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von David Dodge. Ich hatte nach vielen Jahren mir das Buch erneut durchgelesen. Es ist eines dieser Bücher, die man in 2 oder 3 Tagen durchhaben kann. Und natürlich habe ich mir den Film wiederum angeschaut. Beides ist eine großartige eskapistische Erfahrung und ein wundervoller Ausflug in die Welt der Nostalgie und der Anemoia. Anemoia ist übrigens ein neuartiges Wort, das von John König geschaffen wurde, auf dessen YouTube-Channel, der sich mit der Erfindung von Worten zu neuartigen Gefühlen beschäftigt, für die noch kein Vokabular existiert. Anemoia beschreibt die nostalgische Sehnsucht nach einer Zeit, die man selbst nie erlebt hat oder gar nicht erleben konnte. Das nur am Rande. Beginnen wir doch erstmal mit dem typischen Vorlesen der Rückseite meiner DVD-Box zu To Catch a Thief. Ich lese: Cary Grant ist John Robbie, ein ehemaliger Juwelendieb, berüchtigt als die Katze in diesem spannungsgeladenen Hitchcock-Thriller. Robbie gerät in Verdacht, eine neue Reihe von Juwelendiebstählen in den Luxushotels an der Riviera begangen zu haben. Um sich selbst zu entlasten, macht er sich auf die Jagd nach dem wahren Dieb. Dabei trifft er auf die verwöhnte Erbin Francis, gespielt von Grace Kelly. Robbie sieht seine Chance, den geheimnisvollen Dieb mit dem berühmten Schmuck von Francis' Mutter, gespielt von Jesse Royce Landis, zu ködern. Er tappt jedoch in seine eigene Falle, aber Francis, die ihn für schuldig hält, beweist ihm ihre Liebe, indem sie ihm trotzdem zur Flucht verhilft. In einem nervenzerreißenden Höhepunkt wird der wahre Dieb entlarvt.
3 Oscar-Nominierungen, einschließlich eines Oscars für beste Kamera. Ja, dieser Teaser ist immerhin ein Versuch, den Film zu erfassen. Der Film hat also Cary Grant und Grace Kelly in der Hauptrolle und das ist eine äußerst gelungene Casting-Situation, die hervorragend funktioniert. Die Leinwand taucht sofort tief in eskapistische Gefilde ein. Großartiger Sonnenschein, ein blauer Himmel über dem Mittelmeer, das Bild gesäumt von Zypressen und subtropischen Palmen. Für mich ist das hier der beste Film mit Cary Grant. Sein Casting als der ehemalige Juwelendieb John Robbie ist großartig. Cary Grant hat auch die passende Körperlichkeit dafür, the physique, wie man es auf Englisch bezeichnet, die glaubwürdig macht, dass er einen erfahrenen und furchtlosen Fassadenkletterer darstellt. Lange Zeit gibt sich John Robbie für einen amerikanischen Touristen aus und verbirgt vor Francie und ihrer Mutter die Tatsache, dass er schon seit Jahren in dieser Region lebt. Es gibt auch eine Szene, in der Francie, also Grace Kelly, sagt, sie findet etwas an ihm seltsam und nicht besonders authentisch. Beinahe so, als würde man einen Amerikaner in einem englischen Film beobachten. Das ist fast eine Art von Meta-Kommentar, denn Cary Grant war natürlich ein Brite, der die meiste Zeit seines Lebens in den USA gelebt hatte und eine Art zu sprechen repräsentierte, die man damals als Mid-Atlantic bezeichnete. Und das Casting von Cary Grant ist noch aus einem anderen Grund interessant. Denn im Buch erfahren wir, dass John Robbie in seinen jungen Jahren ein Zirkusakrobat war und von dort eben seine athletischen Fähigkeiten mitbrachte, die ihm als Juwelendieb sehr hilfreich waren. Nun ist es so, dass Cary Grant, eigentlich geboren als Archibald Leach, in seinen jungen Jahren tatsächlich Zirkusartist war. Das ist nicht so jedem bekannt, aber Cary Grant war körperlich extrem fit. Er war fähig, aus dem Stand heraus einen Handstand-Überschlag zu machen. Nun, vielleicht nicht mehr bei den Dreharbeiten zu diesem Film, da hatte er nämlich schon seinen 50. Geburtstag gefeiert. Aber in älteren Filmen mit ihm kann man gelegentlich überraschende Szenen finden, die zeigen, wie athletisch und wie akrobatisch er war. Seine Filmkarriere, die durch und durch erfolgreich war, hatte darauf eigentlich nie eingezahlt. Seine Präsenz als Hauptdarsteller war eben zumeist das Image des coolen Liebhabers oder der charmante, elegante und sichtlich souveräne Mann. So bekam er nicht so oft die Gelegenheit, seine Sportlichkeit vor der Kamera unter Beweis zu stellen. Gestört hat es ihn sicherlich nicht. Aber ich dachte oft daran, dass Cary Grant, hätte er 50 Jahre später gelebt, vermutlich dazu beigetragen hätte, das Actionkino der 90er und Nullerjahre zu revolutionieren, in der Weise, wie es die Jason Bourne-Filme oder John Wick getan haben, denn Cary Grant hatte dafür die athletischen Voraussetzungen, was in seiner eigenen Ära in Hollywood der 30er und 40er Jahre wenig Verwendung fand. Seine Hauptrolle in To Catch a Thief bedurfte übrigens einige Überredungskunst von Hitchcock, denn Cary Grant hatte bereits kurz davor seinen Abschied aus dem Filmgeschäft angekündigt. Zum Glück war Hitchcock erfolgreich. Gut so, denn sonst hätten wir nicht eine der schönsten Filmeinstellungen, die es von Cary Grant gibt, nämlich im Finale des Films, als wir plötzlich in der Stille der Nacht auf dem Dach des Schlosses sind. John Robbie kauert sich dort im Dunkeln hoch über den beleuchteten Innenhöfen mit den fernen Klängen von Nizza in der Luft, während die Kamera sich dramatisch mit einem Kran von seinem Gesicht entfernt. Es ist eine der coolsten Kamerafahrten dieses Jahrzehnts und sichtlich eine der besten Aufnahmen von Cary Grant. Diese 5 Sekunden allein sind es wert, den Film zu sehen. Und diese Kamerafahrt war für die Zeit revolutionär und richtungsweisend. Ein paar Jahre später würde Hitchcock Cary Grant noch einmal umstimmen, um die Hauptrolle in North by Northwest zu übernehmen. To Catch a Thief ist für seinen Look berühmt. Aber besondere Erwähnung verdient hier Edith Head, die für die Kostüme zuständig war. Hier mag der Augenmerk auf Grace Kelly liegen und ihre Kostüme in diesem Film, doch ich finde die Bekleidung von Cary Grant in diesem Streifen ist extrem ikonografisch. Sie bekam damals auch eine Oscar-Nominierung dafür. Cary Grants karierte Badeshorts sind unvergesslich, genauso dieser graue Striped Pullover, der ständig diese Moiré-Muster auf den Bildschirm wirft, mit dem roten Foulard-Halstuch. Man würde ja denken, fast eine Spur zu warm für die Riviera. Der Film hat eine großartige Kamera, ausgeführt von Robert Burks, der allerdings auch schon bei Rear Window dabei war, aber grundsätzlich einer der Stamm-DPs von Alfred Hitchcock war. Und wer etwas von Filmen versteht, der weiß, wie legendäre Regisseure ungern die Kameramänner wechseln und häufig versuchen, mit derselben Person ihre gesamte
Karriere zu bestreiten. Zumindest wenn sie von dem Gefühl beseelt sind, den richtigen gefunden zu haben. Burks hatte insgesamt 12 Filme von Alfred Hitchcock gedreht. To Catch a Thief ist noch ein Film aus der Ära der Rückwandprojektionen, also insbesondere bei Autofahrten war das damals die einzige Möglichkeit, einen Dialog in einem fahrenden Auto zu drehen. Das präparierte Auto stand dann in einem Filmstudio, ausgeleuchtet, mit einer großen Leinwand dahinter, wo dann die zu einem anderen Zeitpunkt gedrehte, vorbeifahrende Landschaft abgespult wurde. Auf diese Weise sollte der Eindruck geschaffen werden, die Schauspieler würden sich während der Autofahrt unterhalten. Diese Art von Aufnahmen ist in unseren modernen Augen natürlich unangenehm gealtert. Es funktioniert besser bei Nachtfahrten, da die Dunkelheit der Illusion hilft. Nun finde ich, in diesem Film sehen diese Art von Aufnahmen etwas besser aus als in den meisten Filmen jener Zeit. Es gibt am Anfang des Films auch eine ganze Dialogszene, die entsprechend während einer Fahrt in einem Schnellboot gedreht wurde. Das sieht dann gar nicht so schlecht aus, inklusive der nassen Gischt, die da Cary Grant ins Gesicht schlägt und offensichtlich von einem Assistenten neben der Kamera aus einem Eimer geschüttet wurde. Dieser Film ist auch ein sehr funktionables Beispiel für eine nahtlose Verwebung von gänzlich getrennten Locations. Etwas, das zur Filmkunst dazugehört und hier zu gewisser Berühmtheit gelangte. Denn die Hälfte des Films wurde tatsächlich in Südfrankreich gedreht, naheliegenderweise all die grandiosen Außenaufnahmen an der Küste und in den Straßen von Cannes und Nizza. Doch sämtliche Innenaufnahmen wurden in Kalifornien auf dem Set von Paramount umgesetzt. Die Nahtlosigkeit zwischen einzelnen Aufnahmen, die uns kein einziges Mal aus der Handlung reißt, da die Illusion, wir befänden uns noch immer an der Riviera, aufrechterhalten wird, war dann auch etwas, das Hitchcock mit einem gewissen Stolz präsentierte. Vieles daran ist wohl C.O. Erickson zu verdanken, der ein bewährter Location Manager bei Paramount war und ein sehr effektives Location Scouting für diese Produktion umgesetzt hatte. Dies war also auch eine gewisse Pionierarbeit für Location Scouting in fernen Ländern. Bis dahin neigte Hollywood ohnehin dazu, stets alle Filme im Studio zu drehen. Es muss ja klar sein, dass das Kamerastativ von Casablanca niemals den afrikanischen Boden berührt hatte. Tatsächlich in einem Zielland zu drehen, war in Hollywood damals noch immer eine recht neuartige Idee, da es als unnötig teuer galt. Hierbei galt es also, Kosten und Benefits abzuwägen. Und dieser Film hier ist ein gutes Beispiel für ein Gleichgewicht zwischen den beiden, in einer Weise, die das Studio offensichtlich zufrieden machte. Einzig im Carlton Hotel wurden echte Innenaufnahmen geschossen. Auch die Innenaufnahmen in John Robbys Villa entstanden mit Hilfe von Rückprojektionen, die vor den falschen Fenstern erzeugt wurden. Interessant ist auch, dass der Film in VistaVision gedreht wurde, was damals Paramounts Antwort auf CinemaScope werden sollte. CinemaScope war eine Technik, die darauf basierte, dass der übliche 35mm Film mit anamorphischen Linsen beleuchtet wurde. Im Vorführraum des Kinos mussten dann entsprechende anamorphischen Linsen als Adapter aufgesetzt werden und erlaubten eine Breitwandprojektion. VistaVision basierte wiederum darauf, dass der Film um 90 Grad gedreht beleuchtet wurde. Das kostete dann zwar mehr Film in der Aufnahmearbeit, hatte aber den Vorteil, dass von vornherein eine größere Fläche belichtet wurde, womit man die visuellen Problemchen überwinden wollte, die eben CinemaScope manchmal verursachte. Interessant finde ich an diesem Film auch das Detail, dass es sich eigentlich um einen Period-Movie handelt, also einen Film, der in einer spezifischen Zeit angesiedelt ist, die nicht identisch ist mit der Zeit, in der der Film gedreht wurde. Hier ist es allerdings extrem subtil, da der Film in 1955 gedreht wurde, die Geschichte aber in 1951 stattfindet. Das mag nun aus unserer Sicht belanglos anmuten, was sind schon 4 Jahre Unterschied. Doch da macht man sich heute vermutlich keine Vorstellung, welche innovative und dem Wandel gewidmeten Jahre das damals waren, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. So hatten sich die Autos in den 4 oder 5 Jahren durchaus geändert und eine Menge älterer Modelle mussten herbeigeschafft werden, um eben eine 5 Jahre ältere Umgebung an der Riviera zu erschaffen. Ich vermute, heute würde sich in einem Film, der die Zeit vor 3 oder 5 Jahren zeigt, dabei mehr um die Handymodelle drehen und um andere seltsame Details, wie ob Menschen Atemschutzmasken tragen oder nicht. Aber zurück zu To Catch a Thief. Das Drehbuch kann man schwerlich als perfekt bezeichnen. Es ist ein geradliniger Versuch, die deutlich höhere Komplexität des Romans zu begradigen und herunterzubrechen. Und das funktioniert manchmal besser und manchmal schlechter. Irgendwer hat mal gesagt,
Das Schmieden einer straffen Handlung war nie die Stärke von John Michael Hayes, sondern Dialoge und das Herausschälen von Persönlichkeiten. Und dieser Film ist ein gutes Beispiel dafür. Und darauf werde ich noch eingehen, wenn wir den Vergleich mit dem Buch ziehen. Es fällt auf, dass in diesem Film durchaus viel gegessen wird oder Essen zubereitet wird, insbesondere in den Szenen mit Cary Grant. Seine Köchin bereitet auch am Anfang ein Quiche Lorraine zu, obwohl Hitchcock selbst den Streifen als einen reinen Urlaubsfilm bezeichnete, lebt doch die Handlung von einer durchaus straffen, spannenden Prämisse, dass unser Protagonist, John Robbie, zugleich der Jäger wie auch der Gejagte ist. Er ist einerseits auf der Spur des wahren Diebes, doch zugleich wird er von der Polizei gejagt. Diese Art von Asymmetrie gibt dem Film einen zusätzlichen Nervenkitzel. Es ist teilweise amüsant, wie sehr man über die Jahrzehnte bemüht war, diesen Film zu deuten und zu analysieren und damit oft zu Schlussfolgerungen kam, die vermutlich kaum Hitchcocks Absicht waren. Aber das wird von Filmkritikern auch ein wenig erwartet. Da wurde viel über die symbolische Bedeutung von Diamanten gesprochen und ihre Kälte mit Grace Kellys Augen verglichen. Tatsächlich scheint es zumindest mir, sind die Symbolismen in diesem Film absichtlich sehr leicht verständlich gehalten. Essen steht für Lebensgefühl und Freiheit, Feuerwerk steht für Sex. Hitchcock war freilich immer bemüht, eine gewisse Grenze zu berühren. Die Grenze dessen, was in jenen Jahren in solchen Filmen als zulässig galt. So ist sichtlich eines der Motive dieses Films ein wenig in der geistigen Sphäre eines Georg Grodek zu verorten. Die Langeweile der jungen Frau, die in der Vorstellung aufblüht, mit einem echten Verbrecher zu flirten, mit einem echten Räuber intim zu sein. Es gibt da geradezu einen Seufzer der Enttäuschung bei ihr, als ihr endgültig bewusst wird, dass John Robbie unschuldig ist. François Truffaut schrieb in einem seiner Filmbücher über To Catch a Thief: Der Film befriedigt vollständig alle Fans, von den snobbistischsten bis zu den ordinärsten, und schafft es dann zugleich auch noch, einer der zynischsten Filme zu sein, die Hitchcock jemals gemacht hatte. Und der Zynismus mag hier viele Gesichter haben. Schon der Roman macht keinen Hehl daraus, dass die Grenze zwischen einer Verbrecherbande und den Resistancekämpfern der Kriegsjahre extrem durchlässig und verschwommen war. Und der Zynismus liegt sicherlich in der Darstellung des Reichtums in diesem Film und dem Umgang damit. Das Projizieren des Vermögens in sinnlose Juwelen als einen Ausdruck von Lifestyle. Und dann ist da die französische Unterschicht, die entlang der Strände von den reichen Touristen lebt, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Aber letztendlich auch die Erkenntnis, dass die Reichen durch die Diebstähle der neuen Katze wenig verlieren, da ihre Juwelen allesamt versichert sind. Doch vor allem, weil die Juwelen nur einen winzigen Bruchteil ihres Reichtums darstellen. Es ist der Versicherungsdetektiv aus London, der in der Handlung eintrifft, gespielt von John Williams, der als einziger schlaflose Nächte hat. Die Frauen in diesem Film kreischen laut durch die Korridore der Hotels, wenn sie herausfinden, dass sie bestohlen wurden, aber es mutet fast an, als ob es nur ein weiterer, willkommener Anlass ist, sich in Szene zu setzen. Oder sie kreischen deshalb entsetzt, weil der Akt des Juwelendiebstahls eine Transgression zwischen den Volksschichten darstellt. Es ist eben die Vorstellung, dass da eine schwarz bekleidete, vermummte Gestalt in ihrem Schlafzimmer war. Eine Vorstellung, die gleichermaßen erschreckend und angenehm erregend ist. Wir sind wieder zurück zu Georg Grodek und dem psychologischen Es, das sich nach diesen Dingen sehnt. Insbesondere bei Frauen, von denen Anstand erwartet wird. Wovon träumt heimlich die Frau, die alles besitzt und Koffer voller Juwelen hat? Natürlich vom Räuber. Man könnte das ja alles sehr kritisch sehen. Wir leben heute noch viel mehr in einer Zeit, in der die Verherrlichung von reichen Menschen einem fortgeschrittenen Krebsgeschwür im Organismus dieser Zivilisation gleicht. Es ist unser tief sitzender Charakterfehler. Wenn wir alle gemeinsam mit deutlichem Nachdruck sichtbar machen würden, dass wir gegen Milliardäre sind, würde sich diese Welt deutlich zum Besseren ändern. Doch wir werden seit Jahrzehnten medial dazu hypnotisiert, sie toll zu finden oder zumindest intuitiv auf ein Podest zu stellen und zu akzeptieren. Und dieser Film versucht sich nicht unbedingt in einer Verherrlichung der Schwerreichen.
Aber im Gegenteil zu Rear Window verzichtet Hitchcock auf jegliche Sozialkritik. Und das war damals eine legitime Option. Doch hat sich seit 1955 etwas geändert? Heute Schwerreiche als charmant zu porträtieren oder zumindest als etwas dusselig, aber sonst harmlos, würde grotesk erscheinen. Manche versuchen es immer noch und es ist lächerlich und die meisten Leute haben da sogleich den Geschmack von Erbrochenem auf der Zunge. In 1955 befand sich der Zynismus eben auf der Leinwand. Inzwischen, 70 Jahre später, ist der Zynismus tief in unseren Herzen angekommen. Du hast dich sicher schon gefragt, wann ich wohl wieder mit meinen anarchischen Bolschi-Anwandlungen beginne. Das ist doch, warum du in Wirklichkeit hierher kommst und mir zuhörst. Ich denke schon, to catch a thief muss man eben im Kontext seiner Zeit sehen. Die 50er nutzten alle Register der Kunst, um die Welt ein wenig von der Erinnerung an den schrecklichsten aller Kriege abzulenken. Gewahr dessen, dass zur Aufarbeitung noch genug Zeit sein würde. Der amerikanische Millionär würde sichtlich gerne als das harmlose Phänomen des Neuaufbruchs gezeigt. Mal charmant, mal etwas albern, doch letztendlich ein ungefährlicher Bestandteil einer Parallelgesellschaft. Der Gedanke, dass die Reichen nur deshalb reich sind, weil 100.000 andere dafür arm sein müssen, war dann eben ein Gedanke, der damals als unbequem kommunistisch galt, als Propaganda aus dem Kreml. Und wie interessant, dass heute schon wieder die Propaganda aus dem Kreml der häufigste ausgesprochene Vorwurf ist. Doch diese Milliardäre, die nun in unserer Neuzeit entstehen, wird kein Hitchcock mehr als charmant darstellen können. Das sprengt leider die Macht und die Möglichkeiten einer erzählten Geschichte. Aber im Zeitalter von Reptilien wie Jeff Bezos und Bill Gates käme niemand mehr auf die Idee, Schwerreiche als charmante Gesellen darzustellen. Immerhin geblieben ist uns das verfehlte Geschwafel darüber, dass die Schwerreichen doch wenigstens eine Menge Arbeitsplätze schaffen. Und dafür sollten wir ihnen dankbar sein. Diesen geistig wirren Blödsinn kriege ich dann von Leuten zu hören, die eine höhere Bildung genossen haben. Der Gedanke, dass die meisten Leute gar nicht den Zwang verspüren würden, bestimmte Jobs zu suchen oder anzunehmen, wenn sie nicht indirekt zu dem Reichtum eines Psychopathen beitragen müssten, dieser Gedanke wird gar nicht zugelassen. Was bleibt, ist die Nostalgie. Ein Blick auf die Vergangenheit durch eine Weichmacherlinse, in der die Welt aus Reichen und Schönen, Juwelendieben und einer etwas begriffsstutzigen Polizei als eine eskapistische Insel porträtiert wird. Vollkommen unpolitisch. Der Blick in die Vergangenheit mag verklärt sein. Die Idee, dass die Reichen eine harmlose Parallelgesellschaft sind, mit der wir nichts zu tun haben, und dort auf dem Boulevard de la Croisette zwischen Hotel Carlton und dem weißen Strandstreifen begegnen sich diese zwei Welten, also meine Welt und die der Schwerreichen. Und daraus erwachsen faszinierende und aufregende Geschichten. Geschichten über Stand und über Bestimmung. Der finale Zynismus bei der Betrachtung dieses wundervollen Films bleibt allerdings die Feststellung, dass das immer eine Illusion war und dass die Reichen zu keinem Zeitpunkt harmlos waren. Doch das ist eine Unterhaltung für eine andere Zeit. Das Kino steht manchmal eben für Träume und Illusionen. Daran ist nichts ungewöhnlich. Book Report. Book Report. I like books, because I know that stupid people don't read much. Betrachten wir nun den Roman, auf dem der besprochene Film basiert. David Deutsch publizierte ihn im Jahr 1952. Das Buch war also bei der Erscheinung des Films erst 3 Jahre in den Buchläden. In Deutschland erschien das Buch schon in 1954, also noch vor dem Film, damals noch unter dem Titel Le Chat jagt Le Chat. Die Unterschiede zum Film sind massiv und einige äußerst nachvollziehbar. Vorweg gesagt, die Ausgangssituation wird in einer viel größeren Komplexität beschrieben. So ist Robbys Verhältnis zu seinen ehemaligen Marquis-Freunden, die alle überwiegend auch Gauner und Diebe sind, sichtlich durchwachsener, aber zu weiten Teilen positiv. Übrigens wurden einige Namen geändert, warum auch immer. Am auffälligsten ist es im Falle von Bellini, der im Film Bertani heißt und ein Restaurantbesitzer und Caterer ist. Bellini im Buch ist eher ein gerissener Fuchs und ein Entrepreneur, man wäre fast geneigt, ein Mafia-Boss.
Im Film ist diese ganze Clique rund um Bertani gegen John Robbie negativ eingestellt, da sie glauben, die neuen Raubüberfälle gehen auf sein Konto. Oder zumindest sind sie alle ziemlich angepisst, weil die Polizei angefangen hatte, sie zu verhören. Doch im Buch ist zwar dieser Verdacht auch da, aber John Robbie kann zügig die Zweifel seiner alten Mitkämpfer aus der Marquis-Resistance davon überzeugen, dass er nicht der Dieb ist und dass er ihre Hilfe braucht. Robbie und Francie, die im Film Francis heißt, werden im Buch beide etwas jünger beschrieben, als Cary Grant und Grace Kelly es waren. Es ist aber ein Detail, das im Film kaum negativ auffällt. Im Falle von Francie erschafft das Buch ein etwas komplizierteres Psychogramm als die recht gelangweilte Grace Kelly. Francie im Buch ist offensichtlich noch ein Teenager, gerade mal erwachsen geworden und letztendlich noch sehr ziellos und unbeständig in Bezug auf die eigene Identität und Rolle in der Gesellschaft. Sie mutet auf jeden Fall viel launenhafter an als die Francis, die von Grace Kelly porträtiert wurde. Bellini thematisiert es mehrmals, als er zu Robbie sagt, dass Francie noch keinen Daseinszweck hat. Und weite Teile ihres Verhaltens lassen sich als postpubertär abtun. Doch sie ist in erster Linie eine junge Frau, die ihre Haltung ziemlich fluide ändert, je nachdem, mit welcher Situation sie konfrontiert wird. Robbie dagegen sieht seine Gegenwart stets im Kontext seiner Vergangenheit. Im Buch ist Francie für Robbie vielmehr ein anstrengendes Hindernis, als sie es im Film ist. Grace Kellys Francine ist der Buchvorlage schon sehr ähnlich und in vielerlei Hinsicht so wie im Buch beschrieben, aber letztendlich viel cooler und viel lässiger. Francie im Buch ist schon auch ein wenig eine Nervensäge und der Bogen, den beide absolvieren müssen, um sich einander anzunähern, ist sichtlich viel größer. Auch wenn auf halber Strecke des Buches doch ziemlich klar ist, wie das Ganze ausgehen wird. Wer recht identisch von Buch zu Film übertragen wurde, ist Francies Mutter Mrs. Stevens, im Film großartig dargestellt von Jesse Royce Landis. Ein Buch kann sich auch mehr Exposition leisten und so erfahren wir viel mehr über John Robbies Herkunft und darüber, wie er eigentlich Dieb geworden ist, über seinen Gefängnisaufenthalt und seine Zeit im Marquis. Das Drehbuch des Films befreit sich auch ein wenig von dem zentralen Thema des Romans, John Robbies innere Zweifel darüber, ob er denn wirklich seine Vergangenheit überwinden kann und ob es ihm zusteht, sich als reformiert wahrzunehmen. Das hat viel mit der Interaktion mit seinen ehemaligen Gaunerkumpels zu tun, aber auch damit, dass Robbie den neuen Copycat-Juwelendieb dadurch fangen will, indem er sich in dessen Schuhe versetzt und versucht, wieder wie ein Dieb zu denken, um dessen nächste Schritte vorauszusehen. Was ihm keine Mühen macht, das wiederum erweckt in ihm Zweifel daran, ob er denn nicht für immer ein Dieb bleiben wird, auch wenn er nicht mehr stiehlt, weil er eben die Gedankenwelt eines Räubers bewohnt. Die Gestalt von Danielle ist charakterlich sehr gut von Buch in den Film übertragen worden und wird wunderbar von Brigitte Aubert gespielt. Doch ihre Beziehung zu Robbie ist im Buch eine ganz andere. Im Film ist sie deutlich jünger als Francie und Robbie kannte sie noch, als sie ein kleines Kind war. Nun scheint sie einen ziemlichen Crush auf Robbie zu haben und ist sichtlich in ihn vernarrt. Im Buch kennt John Robbie Danielle gar nicht. Sie ist eine von den unzähligen Schattengestalten der Unterschicht, die für Bellini arbeiten. Und Bellini schickt Danielle zu Robbie, weil dieser ihn gefragt hatte, ob er ihm denn eine Frau besorgen kann, die im Casino an seiner Seite steht und sich für seine Freundin ausgibt. Und das hat einen konkreten Grund, denn Robbie ist zu dem Zeitpunkt tief in der Observierung des gesamten Spielfelds beschäftigt, auf der Suche nach den nächsten potenziellen Raubopfern des geheimnisvollen Diebs. Und dazu muss er sich in den Casinos und auf den Stränden von Cannes, Nizza und Monte Carlo herumtreiben. Doch auf diese Weise lernt er eben die neureiche Mrs. Stevens und ihre Tochter Francie. Und gerade Mrs. Stevens ist sehr anhänglich und wird bald für John Robbie zu einem Hindernis. So versucht er sie abzuservieren, indem er fortan mit einer jungen, heißen Mieze an der Seite seine Observierungen vornimmt. Das schafft aber andere Probleme, da Danielle einen Verehrer aus ihrer eigenen Clique hat, nämlich den muskulösen Claude, mit dem sie auf einem der Strände arbeitet, die Bellini gehören. Claude kommt im Film auch vor, gespielt von Roland Le Saffre, wenn auch in einer deutlich kleineren Rolle. Im Film scheint Claude vor allem
in dem Catering-Team von Bellini respektive Bertani zu arbeiten. Im Buch verbringt Robbie viel Zeit mit seinen ehemaligen Marquis-Genossen, an deren Seite er im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte, was ihnen allen eine Generalamnestie nach dem Kriegsende einbrachte, aber eben eine Begnadigung, die auf wackeligen Füßen steht, gemessen daran, wie sich diese ehemaligen Diebe, Schläger und teilweise Mörder so betragen. Im Buch sind die meisten von ihnen auf Robbie gar nicht so schlecht zu sprechen, zumindest nachdem er ihnen seine Situation erklären kann. Letztendlich arbeiten sie alle noch immer für Bellini und dieser befiehlt ihnen eben, John Robbie zur Hand zu gehen. So muss er all die potenziellen Einbruchsziele nicht allein observieren, sondern hat ein ganzes Team zur Hand, das aus 5 oder 6 Leuten besteht, allen voran Coco und Le Borgne, die gleichzeitig 3 Locations nachts bewachen können. Im Film gibt es eine Szene, die ich vielleicht als die schwächste in dieser gesamten Adaptation einschätzen würde. Und zwar wird nachts, während Robbie eine der reichen Villen observiert, er von unbekannten Männern angegriffen. Er wehrt sich und einer versucht ihn mit einem großen Schraubenschlüssel niederzuschlagen. Jemand wird getroffen und stürzt von den Klippen herunter. Später stellt sich heraus, dass der Getroffene und damit der Tote allerdings nicht Robbie ist, sondern der Kellner Fussard, der Daniels Vater ist. Also im Film, nicht im Buch. Das vermasselt dann die Polizei, indem sie sich voreilig der Presse mitteilt, dass Fussard eigentlich Le Chat, also die Katze, war. Robbie findet das im Film albern, da er weiß, dass Fussard seit dem Krieg ein Holzbein hat und unmöglich Fassaden hochklettern könnte. Hier stellt Hitchcock die Polizei etwas arg dumm dar, da dieses Problem der Polizei sicherlich aufgefallen wäre, bevor sie der Presse glorreich erklärt, sie hätten den Dieb gefasst. Dadurch aber, dass es auf diese Weise Daniels Vater erwischt hatte, konnte im Film Hitchcock diese faszinierende und fast traumartige französische Beerdigungsszene drehen, die im Buch natürlich nicht vorkommt. Im Buch gibt es in der Tat auch eine falsche Spur der Polizei, aber da ist es einer aus der Gang um John Robbie und Coco, einer, den sie den Zigeuner nennen, der eben dachte, mit all den Informationen, die er bei den Observierungen mit John Robbie zusammengetragen hatte, könnte er heimlich selbst am nächsten Abend hochklettern und mit paar Klunkern abhauen. Er läuft da aber Kommissar Lepic von der Sûreté in die Falle, der ihn vom Balkon der Villa auf der Flucht erschießt. Was der Polizei Probleme schafft, da sie zwar eine Leiche haben, aber keine Juwelen. Die Entscheidungen und die Vorgehensweise der Polizei ist im Buch also deutlich strategischer und komplexer. Im Film ist die Polizei ein wenig tollpatschig, eben der Einfachheit halber. Was sichtlich von Hitchcock kam, war die clevere Erfindung des Maskenballs am Ende. Denn im Buch ist das nur eine weitere Reichenparty in einem Schloss über der Riviera. Hitchcocks Idee ist sichtlich reizvoll und eben extrem cineastisch. Plötzlich fühlt es sich fast an, als hätten wir das Genre gewechselt und befinden uns in einem Mantel- und Degen-Epos. Das erschafft eine besondere Stimmung, da nun plötzlich alle maskiert sind und das finale Katze-und-Maus-Spiel kann beginnen. Im Finale ist dann auch nicht Robbie und Daniel allein auf dem Dach, sondern Inspektor Oriol ist mit von der Partie. Er ist der eine Polizist, der von früher weiß, dass John Robbie die Katze ist und der mit ihm nach dem Krieg sogar zaghaft befreundet war und somit genau weiß, wie Robbie aussieht. Das führt uns zu den 3 größten Veränderungen zwischen Buch und Film, die sehr einschneidend sind. Erstens, im Buch hat Robbie einen Freund, der in der Handlung eigentlich wichtig ist, aber für den Film von John Michael Hayes oder Alfred Hitchcock vollständig rausgeschnitten wurde. Dieser Freund heißt Paul, er ist ein hochgeborener Aristokrat und eine recht melancholische, etwas unglückliche Persönlichkeit, dessen Freundschaft zu Robbie auf dem Glauben fußt, dass Robbie nicht mehr Juwelen stiehlt. Dieser Glaube wird durch die Ereignisse erstmal erschüttert, ja sogar zerstört. Im Finale ist es Paul, der Robbie nicht glaubt und ihm ein Ultimatum stellt, damit aber auch Robbies Pläne ziemlich torpediert. Doch Paul verliebt sich zugleich in Danielle, mit der ihn Robbie allzu gerne bekannt macht. Zweitens, doch der vielleicht größte Unterschied zwischen Buch und Film besteht darin, dass im Buch John Robbie mit Hilfe von Bellini eine recht aufwendige Verkleidung herstellt und seine wochenlangen Observierungen der Flaniermeilen und der Hotels und der Villen in starker Verstellung absolviert.
Er hat sogar eine Art künstlichen Bauch um den Oberkörper geschnallt, den er als Panzer bezeichnet und der den Eindruck verstärken soll, dass er ein dicker, unsportlicher Mann ist und ganz sicher niemand, dem man zumuten würde, dass er Fassaden hochklettern kann. Er hat sich spezielle Schuheinlagen gemacht, die seinen Gang unsicher und älter erscheinen lassen. Er hat sich die Augenbrauen gefärbt und die Haare silberner gemacht. Im Buch ist er ein Mann in den frühen 30ern, der sich mindestens 15 Jahre älter macht. Es ist nachvollziehbar, warum Hitchcock an diesem Aspekt der Geschichte so gar kein Interesse hatte. Sein Leading Man war Cary Grant. Und man hat nicht Cary Grant in der Hauptrolle, um ihn dann den ganzen Film in einer leicht lachhaften Verkleidung zu präsentieren. Im Buch erschafft es aber auch die pikante Situation, dass Francie und Danielle letztendlich mit einem Mann herumschakern, der auf den ersten Blick 25 Jahre älter ist als sie. Und es erklärt, warum Francies Mutter, Mrs. Stevens, an ihm so einen Narren gefressen hat. Bellini besorgt John Robbie für diese Zeit sogar falsche Papiere und einen falschen amerikanischen Pass. Und Robbie verwandelt sich in den mittelmäßig reichen Mr. Jack Burns, der an der Riviera nur Urlaub macht. Mrs. Stevens nennt ihn dann immer ihren Glücks-Burns, weil er ihr angeblich am Roulette-Tisch Glück bringt. Allerdings beginnt Francie, Mr. Burns relativ bald zu verdächtigen, da sie ihn als Urlaub machenden Amerikaner nicht sehr überzeugend findet. Gleichzeitig bleibt David Dodge bei diesem Mummenschanz auch realistisch und macht deutlich, dass John Robbie damit nur jene Leute täuschen kann, die ihn nicht kennen. Also wie Mrs. Stevens und ihre Tochter oder Danielle. John Robbie hat große Mühen, der Polizei aus dem Weg zu gehen, weil er weiß, dass einige der lokalen Ermittler ihn von früher kennen und somit seine Verkleidung durchschauen würden, wenn sie vor ihm direkt stünden. Als dann auf einer der Partys Robbie auf Paul stößt, erkennt dieser ihn sofort. Was verhängnisvoll ist, da Paul sich in die Idee verbeißt, dass Robbie schon wieder Juwelen stiehlt. Und schließlich drittens, der dritte Unterschied, im Finale des Buchs wird Danielle von Robbie nicht einfach an der Dachrinne hängend vorgeführt, wie im Film, und muss dort vor der alarmierenden Polizei im Hof ihr Geständnis abgeben. Im Gegenteil, Robbie, dessen Ziel die ganze Zeit darin bestand, die falsche Katze bloßzustellen und vor allem der Polizei zu präsentieren, wechselt schlagartig die Loyalitäten, als er erkennt, dass die neue Katze Danielle ist. Das ist also eine viel komplexere Situation, die da schlagartig entsteht. Er versteckt sich mit ihr in Pauls Zimmer und hackt auf die Schnelle einen Plan aus, wie er sie zusammen mit Paul herausschmuggeln kann. Ein Plan, zu dessen Umsetzung er Francie braucht. Ich finde allerdings, dass auch jenen, die vielleicht schon den Film hinreichend kennen, die Buchlektüre großen Spaß machen kann, da die Handlung zum Teil ganz anders verläuft als im Film, aber auch weil das Buch eine wundervolle eigene eskapistische Leinwand besitzt. Das ist der perfekte nostalgische Urlaubsroman, der uns in eine Welt der Gangster, Polizeiermittler und reicher Parvenus entführt und dies alles mit einer ziemlichen Leichtherzigkeit macht. Das Buch ist leicht lesbar und verzichtet auf zu viel Tiefe. Zwar hat Robbie seine seelischen Krisen, da er das Gefühl hat, seine Bemühungen, sich in die Psyche des neuen Juwelendiebs hineinzuversetzen, bringt ihn auf eine ungesunde Art und Weise in die Nähe jener Welt, der er eigentlich abgeschworen hatte. Doch David Dodge macht da auch kein allzu großes Fass auf. Das hier ist ein herrlicher Roman unter einem Sonnenschirm, während man ein kühles Getränk neben sich stehen hat und weit und breit kein ohrenbetäubendes Gekreische von Kindern zu hören ist. Alles in allem, To Catch a Thief als Alfred Hitchcock-Streifen ist eine der besseren Verfilmungen. Die Umsetzung mag nicht perfekt sein und hat eine oder zwei logische Stolpersteine im Weg, die ich auch angesprochen hatte. Aber der Film kompensiert dies mit einer großartigen Atmosphäre, einer hervorragenden Kamera, einem hinreißenden Cary Grant, einer göttlichen Grace Kelly und einer Riviera, von der man nicht die Augen abwenden kann. Das ist der ultimative Sommerwohlfühlfilm, auf das Risiko hin, mich zu wiederholen. Enter the Comic Zone. Let's talk about my favorite comics. Um geografisch in derselben Region zu bleiben und auf diese Weise dieser Podcast-Episode ein wenig einen gemeinsamen Nenner zu geben, möchte ich auch bei meiner Comics-Vorstellung in Südfrankreich bleiben. Wenn auch nicht an der protzigen Riviera, sondern einige Kilometer weiter westlich in Marseille. Hierbei handelt es sich um eine Krimireihe von dem französischen Zeichner und Autor Louis Trondheim,
und dem Zeichner Frank Biancarelli mit dem Titel Carmela Grimm. Die Serie folgt den Ermittlungen von Carmela Grimm, einer ehemaligen Polizistin, die jetzt als Privatdetektivin arbeitet. Carmela ist eine recht zynische, desillusionierte Frau. Ihr Ausstieg bei der Polizei hatte eine problematische Vorgeschichte. Bei ihren Ermittlungen freundet sie sich mit dem smarten afrikanischen Bodyguard Taj. Mit von der Partie ist auch Manon, eine recht pubertierende Göre, die sich Carmela Grimm ein wenig aufdrängt und letztendlich selbst zu einer Art Praktikantin erklärt. Das Problem ist nur, dass Manon die Tochter von Alice ist, die wiederum Carmela Grimms ehemalige Partnerin bei der Polizei war, inzwischen aber zu einer leitenden Ermittlerin aufgestiegen ist. Ein weiterer Protagonist in diesen Geschichten ist eindeutig die Stadt Marseille selbst. Biancarelli und Trondheim sorgen dafür, dass die Stadt nicht poliert und verklärt daherkommt. Wir tauchen mit unserer burschikosen Heldin Carmela in die Seitenstraßen Marseilles, aber auch in den Alltag mit all seinen profanen und manchmal auch banalen Facetten. Zugleich sind die beiden Macher der Serie nicht darum verlegen, uns die Dinge unter dem Teppich zu zeigen, die Reibungsflächen des Multikulti, aber auch den alltäglichen Rassismus und eine Klassengesellschaft, welche die Stadt in einzelne Sphären teilt, die miteinander wenig zu tun haben. Bis jetzt gibt es leider nur 2 Bände von dieser Reihe und ich hoffe, dass es da bald mehr geben wird, denn diese Kriminalgeschichten zu lesen macht sichtlich Spaß. Es ist einerseits eine gelungene, eskapistische Reise in eine Welt, die sich mir sonst nicht offenbaren würde. Auf der anderen Seite ist dies aber auch eine schonungslose Abrechnung mit Klischees und Vorurteilen. Bis jetzt gibt es also nur 2 Bände mit dem Namen Ramadan Blues und 2. Band Roter Schnee. Beide Bände verfolgen 2 verschiedene Kriminalfälle, aber Trondheim sorgt auch dafür, dass zwischen den Geschichten eine gewisse Kontinuität besteht, mit einem übergeordneten Handlungsbogen. Carmela Grimm selbst ist wie eine lebende Reflexion der Stadt Marseille. Ihr Vater ist Algerier, ihre Großmutter ist Griechin und ihr Großvater ist Italiener. Sie ist nicht darum verlegen, ihren Promenadenmischung-Hintergrund zu ihrem Vorteil einzusetzen, wenn die Situation es erfordert. Denn schließlich bringt sie ihre Arbeit als Privatdetektivin in alle Viertel und die unterschiedlichsten Kulturkreise. Carmela hat eine recht zynische Art und ist angesichts ihrer Herkunft eine vollkommen säkulare Frau, die sich nicht für Religion interessiert. Doch wenn die Situation es erfordert, hat sie keine Hemmungen, sich in einen Niqab oder in einen Hijab zu zwängen, um als gläubige Muslima durchzugehen. Sie ist ein Single, wirkt etwas untersext, was sie sich aber nicht anmerken lässt. Eine der Qualitäten dieser Geschichten ist sichtlich, dass wir mühelos zwischen den Welten der Unterschichten und den Hemisphären der Schwerreichen und Mächtigen oszillieren können. Die Comics haben durchaus eine Menge Action, aber es wird nie aberwitzig, sondern bleibt stets in einem gewissen Realismus angesiedelt, den man als gritty bezeichnen könnte. Ich kann nicht behaupten, dass ich jede Anspielung und jeden Spruch, der da in der Handlung fällt, richtig verstehen würde. Da mag vieles dabei sein, das nur Leute verstehen, die in Marseille oder zumindest in Frankreich leben. Trondheim ist auf jeden Fall nicht gewillt, die Eindrücke von der Stadt den Lesern vorzukauen und dann mit einem Löffel zu servieren. Man muss sich schon selbst ein wenig reinhängen und versuchen, jedes Detail der Unterhaltung zu verstehen. Aber ob man nun alles versteht oder nicht, der Vorgang selbst trägt zur Authentizität der Erfahrung bei. Die Comics erscheinen bei dem bewährten Schreiber- und Leserverlag in Deutschland, der heute eine bedeutsame Anlaufstelle für großartige europäische Comics geworden ist. Die Übersetzung von Resel Rebiesch liest sich sehr gut und war vermutlich nicht immer leicht umzusetzen. Was den Zeichenstil von Biancarelli betrifft, so ist dieser in der franco-belgischen Lean Clair angesiedelt, mit einem starken Hang zum Realismus, wobei er gerne mal Gesichter etwas überspitzter zeichnet und ein wenig karikiert. Aber es ist eindeutig kein Zeichner, in dessen Arbeit man schwer hineinwachsen muss, um die Grafiken akzeptieren zu können, was bei den heutigen Comics-Zeichnern nicht so selten ist. Er ist nicht der beste Zeichner von Gesichtern, der mir über den Weg gelaufen ist, aber ich schätze seine Freude an ungewöhnlichen Perspektiven und einer natürlichen Alltagspatina, die uns überall umgibt.
Louis Trondheim beweist auf jeden Fall, dass er ein Gespür für das Krimi-Genre hat, ohne dabei in Klischees und abgedroschene Motive abzudriften. Erwähnung verdient da aber auch die Kolorierung von Walter, da sie eigentlich sehr viel zur Atmosphäre beiträgt. Wir haben viele Momente, die sich zu unterschiedlichen Tageszeiten abspielen, farbenprächtige Sonnenuntergänge und seine Verwendung von Orange und Blau ist sichtlich stimmungsvoll. In Frankreich erscheint die Serie bei Dargaud und Lombard, was meistens ein Qualitätsmerkmal ist. Und soweit es sich mir erschließt, ist das Leserecho in Frankreich sehr positiv. Le Lombard hat für Geschichten dieser Art eine eigene Edition erschaffen und versucht dabei den subkategorischen Ausdruck Troisième Vague, die dritte Welle, zu prägen. Die Idee dahinter sind Gegenwartsgeschichten, die sich vor allem an ein erwachsenes Publikum richten und zwar aufregend und abenteuerlich sein können, doch eben auch diese realistische Rauheit besitzen. Und das ist immer sehr aufregend, wenn es jemandem gelingt, Authentizität und Eskapismus miteinander effektiv zu verbinden. Die einzige Kritik, die ich hätte, und die kommt auf sehr hohem Ross daher, das gebe ich zu, besteht darin, dass diese Bände mit ihren 48 Seiten, 14 Seiten unter dem typischen Hergé-Längenstandard liegen. Das ist nicht ungewöhnlich, und wenn ich es bemängele, dann ist es nur ein Kompliment und ein Ausdruck dessen, dass Carmela Krim wirklich gut ist und es mich somit nicht stören würde, wenn die Handlung 14 Seiten länger wäre. In diesem Sinne. Album Review. Um diese Episode meines Podcasts passend abzurunden, möchte ich zum Abschluss noch über ein Album sprechen, das von Frankreich nicht zu trennen ist. Es ist ein Album, das man guten Gewissens als anrüchig bezeichnen kann, und es ist zugleich ein Album, das von Anfang bis Ende einfach nur großartig ist. Es stammt von meinem Lieblingsperversen der Musikindustrie, keinem anderen als Serge Gainsbourg, und trägt den Titel Histoire de Melodie Nelson, vermutlich eines seiner kultigsten Alben. Das Album erschien in 1971, einem bedeutsamen Jahr der modernen Musikgeschichte, da die Dichte der großartigen und legendären Alben in 1971 geradezu schockierend ist. Und ich sage das nicht deshalb, weil 71 mein Geburtsjahr ist. Die Faszination für 1971 ist weltweit ein Phänomen. David Hepworth hat sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben mit dem Titel Never a Dull Moment, 1971, The Year That Rock Exploded. L'Histoire de Melodie Nelson ist ein Konzeptalbum, das nur so vor Gainsbourgs sexuellen Präferenzen trieft. Ich glaube, die korrekte Bezeichnung an dieser Stelle lautet Hebephilie oder Parthenophilie, also eine erotische Zuneigung gegenüber Mädchen zwischen 13 und 18 Jahren, vorzugsweise in einem pubertierenden Alter. Begriffe wie Lolita-Komplex fallen da ein. Aber auf der anderen Seite mutet es so trivial an, die Tendenzen eines Mannes pathologisch zu erfassen, angesichts dessen, dass die Schwärmerei älterer Männer für Teenager-Gören irgendwie auch ein alter Hut ist und schon tausendmal da war. Mir redet es sich natürlich leicht. Ich hatte ein Leben lang eher gerontophile Tendenzen und als junger Mann suchte ich dann eher die Nähe von 40- oder 50-jährigen Frauen. Und an diesem Abstand hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Serge Gainsbourgs Album passt natürlich so gar nicht in die Aufregungsgesellschaft der Gegenwart, wo ständig jeder wegen etwas beleidigt oder in seiner, ihrer oder was auch immer Ehre gekränkt ist. Ich will damit auf jeden Fall nicht sagen, dass alles, was in den 70er Jahren so ablief, okay war. Aber man darf nicht vergessen, dass Serge Gainsbourg hier weitgehend seine kreativen Fantasien auslebt. Das waren irgendwie alles seine Kopfkinos. Als er mit Jane Birkin zusammen war und sein sichtlich provokantes Je t'aime, moi non plus aufgenommen hatte, und zwar in 1969, war Jane Birkin bereits 23 Jahre alt. Gainsbourg war also vielmehr ein Illusionist als ein Päderast. Verglichen damit haben sich zur selben Zeit, als Histoire de Melodie Nelson erschien, auf der anderen Seite des Ärmelkanals die Mitglieder von Led Zeppelin wie die widerwärtigsten Mistkerle gegenüber minderjährigen Mädchen benommen. Und es ist schockierend und faszinierend zugleich, wie wenig Nachspiel das für die Band hatte. Verglichen zum Beispiel mit Roman Polanski, der einmal im Leben in dieser Hinsicht ausgerutscht ist und dies sein ganzes Leben umgekrempelt hatte. Somit, all die Empörung wird zumeist in einer asymmetrischen Unverhältnismäßigkeit ausgelebt. Aber zurück zu Gainsbourg.
In der Geschichte geht es, wie auch anders, um den etwas abgerockten Mann, offensichtlich ein alter Ego von Gainsbourg selbst, der in seinem Rolls-Royce sitzend ein 15-jähriges Mädchen anfährt. Kennzeichnend dabei ist, dass der Fahrer von der protzigen Rolls-Royce-Silberstatue auf seiner Motorhaube abgelenkt ist. Dabei muss ich an die Zeile aus dem Song Children of the Revolution von T-Rex denken, wo Mark Bolan singt I drive a Rolls-Royce, 'cause it's good for my voice. Ich fahre einen Rolls-Royce, weil es gut für meine Stimme ist. Unser alter Ego also verliebt sich in das Mädchen in einem Anfall der Schwärmerei, die jedem, der kein vollwertiger Künstler ist, extrem peinlich wäre. Er gräbt sich in dekadenter Manier mit ihr in einem Hotel ein, wo sie dann naheliegenderweise tagelang Sex haben. Dann setzt er sie in ein Flugzeug, um sie nach Hause, nach England zu schicken, nur um anschließend zu erfahren, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Hier von einem allzu starken Konzept zu sprechen, verbietet sich. Es ist alles ein wenig trivial. Doch was bleibt, ist die melancholische Feststellung, dass die großartigen Momente in unserem Leben, falls wir solche haben oder gelegentlich hatten, zumeist irreversibel verfliegen. Vielleicht ist man also besser beraten, im Augenblick zu leben und nicht zu viel Hoffnung auf die Zukunft zu setzen. An dieser Stelle könnte man den Eindruck gewinnen, dass ich dem Album etwas missmutig begegne. Doch das stimmt nicht. Alles, was ich ab jetzt über das Album zu sagen habe, wird aus euphorischen und frenetischen Aufschreien und Bekundungen bestehen. Ich wollte den einen Aspekt des Albums, den ich nicht unbedingt berauschend finde, vorab aus dem Weg räumen. Ich finde den konzeptionellen Aspekt daran eben nicht besonders stark. Das Album ist gerade mal 28 Minuten lang, was es gerade noch so als LP durchgehen lässt. Manche würden es fast eher als eine EP kategorisieren. Histoire de Melody Nelson ist ein gutes Beispiel dafür, wie Musik vor 40 oder 50 Jahren gemischt wurde, mit einer so offenen, luftigen Dynamik, ohne Kompression. Die ganze Platte gewinnt damit einen interessanten, räumlichen Charakter. Da ist etwas Hedonistisches in der Musik, als befänden wir uns nicht in einem Tonstudio, sondern in einem geräumigen Loft, wo die Musiker fast willkürlich im Raum verteilt sind, während Serge Gainsbourg direkt vor uns steht oder eher verkatert auf einem zerwühlten Bett liegt und Joints dreht, während er zu uns spricht. Der Bass von David Richmond und das Schlagzeug von Dougie Wright sind hier das Rückgrat, das der Musik ihre Richtung vorgibt. Die Musik driftet unentwegt in psychedelische Gefilde ab, während der Sound eine geradezu sonnige Wärme besitzt, doch eben mit dunklen, tiefen Schatten. Doch diese Wärme passt auch zu dieser lasziven Art, die so typisch für dieses Album ist. Eines der auffälligsten Elemente dieser Produktion stammt von Jean-Claude Vanier, der zusammen mit Gainsbourg die Musik auf diesem Album geschrieben hat und die Orchesterarrangierung übernahm. Die Musik ist zwar reiner Bandsound, schwankend zwischen narkotisiertem Funk, Psychedelic Rock und Gainsbourgs romantischen Chanson-Melodien wie im zweiten Track Ballade de Melody Nelson oder in Valse de Melodie. Doch das macht den Einsatz von Orchester umso interessanter, da sich die Streicher häufig wie aus dem Nichts dazwischen zwängen und der Musik eine melancholische und mysteriöse Note verleihen. Vanier ist ein hervorragender Komponist und Arrangeur und hebt das Album noch zusätzlich an. Diese kreative Energie, die sich da zwischen Gainsbourg und Vanier akkumulierte, entlud sich nochmal ein Jahr später in seinem eigenen Solo-Debüt mit dem Titel L'Enfant Assassin de Mouche, das ein faszinierendes, avantgardistisches Werk ist, voller Atmosphäre, musikalischer Ironie und voller Wehmut. Ich erachte ja beide Alben als komplementär. Serge Gainsbourgs Histoire de Melody Nelson und Jean-Claude Vaniers L'Enfant Assassin de Mouche sind für mich wie ein Grindhouse-Double-Feature, wo beide Alben einfach zusammengehören. Gainsbourgs damalige Lebensgefährtin Jane Birkin, die eindeutig der alter Ego zu Melody Nelson ist, hat auf dem Album einige Sprechauftritte. Und auf dem vorletzten Track mit dem anzüglichen Titel En Melodie gibt sie albernes Gekreische von sich, das offensichtlich von Gainsbourg durch Kitzeln ausgelöst wurde. In diesem Track schält sich aus der Musik plötzlich die elektronische Violine von Jean-Luc Ponty, der hier einen unerwarteten Gastauftritt hat. Das letzte Stück mit dem Titel
Cargo Kult dürfte mein Favorit auf diesem Album sein. Ich finde dieser fast achtminütige Track fast hervorragend, noch einmal die Essenz dieser Platte perfekt zusammen. Diese nihilistische, dekadente Stimmung und plötzlich zaubert Jean-Claude Vanier aus dem Nichts einen ganzen Chor. Außerdem lässt sich deutlich spüren, weshalb dieses Album als starker Einfluss auf den Trip-Hop zitiert wird, eine Musikkategorie, die erst 30 Jahre später entstand. David Holmes, Chibo Matto, Portishead, Massive Attack, diese Bands und viele andere haben sich zu diesem Album bekannt und in ihrer Arbeit schwingen diese Sounds fort. Insbesondere der Big Beat Sound und Trip-Hop scheinen sehr im Kielwasser von Melody Nelson entstanden zu sein. Das berühmte Karma Coma von Massive Attack samplete auch das auffällige Bassmotiv aus dem ersten Track von Melody Nelson. Berühmt, berüchtigt und ein wenig skandalös wurde auch das Plattencover, das ich hier gerade vor mir habe. Das ikonische Coverfoto wurde von Tony Frank aufgenommen. Darauf ist Melody von Gainsbourgs Partnerin Jane Birkin dargestellt, mit einer roten Perücke, nacktem Oberkörper, dessen Brüste von einem Kuscheltier verdeckt werden, das Jane Birkin mit beiden Armen umklammert. Ihre Jeans ist provokant offen und etwas nach unten gerollt, was angeblich vor allem deshalb geschah, weil Jane Birkin damals schwanger war mit ihrer Tochter, der späteren bekannten Schauspielerin Charlotte Gainsbourg, die manche vielleicht aus Lars von Triers Filmen Antichrist, Melancholia, doch vor allem Nymphomaniac kennen. Das Album war bei seinem Erscheinen ein finanzieller Flop. Gerade mal etwas über 100.000 Alben verkauften sich nach der Veröffentlichung. Doch diese Platte war geradezu die Blaupause für das, was man später gerne mit dem Präfix Kult versehen würde. Und so begann sofort der Aufstieg durch die Hintertüren, das Avancieren zu einem der berühmtesten französischen Alben, als welches es heute wahrgenommen wird. Es fällt natürlich auf, dass sehr viel, über das ich in diesem Podcast erzähle, also insbesondere Filme und Alben, sich unmittelbar nach dem Erscheinen erstmal als eine Pleite herausstellte. Das ist auf jeden Fall ein Muster mit Aussagekraft. Histoire de Melody Nelson ist ein faszinierendes Album. Serge Gainsbourgs Lässigkeit und Mut, sich als der abgehalfterte, abgespannte Künstler zu präsentieren, der seine Melodie durch einen Unfall findet und genauso schnell wieder verliert, mag vielleicht als eine Metapher für die Flüchtigkeit der Inspiration und der musikalischen Idee im Leben eines kreativen Menschen rezipiert werden. Das wäre eine sehr bereinigte Lesung dieses Projekts. Doch Gainsbourg war nicht darum verlegen, alle daran zu erinnern, dass Nabokovs Lolita eines seiner Lieblingsbücher war. Somit muss man sich bei der Rezeption dieses Albums nicht unbedingt so arg verklärt geben. Das ist nicht alles nur Symbolismus. Gainsbourg war ein Provokateur und ein bekennender Perverser. Und das macht ihn erfrischend und faszinierend, doch es macht ihn geradezu zu einer Notwendigkeit heute, da wir in einer übel riechenden Dunstwolke aus Virtue Signaling und Gaslighting leben, in einer Ära, in der alle wehleidig Trigger Warnings brauchen und wo jeder sofort wegen allem beleidigt ist. In dieser verkorksten Zeit, in der wir nun leben, in einer solchen Zeit erscheint der verlebte, triebhafte Serge Gainsbourg mit seinem emsig gepflegten Image als abgehalfterter und abgewrackter Künstler wie ein Gigant. Und das ist dann auch der passende, sichtlich provokante Schlusssatz zu dieser etwas frankophilen Podcast-Folge. Ich hoffe, du, wer auch immer du bist, fandst das interessant und fandst da vielleicht neue Impulse, sodass du dich auch jenseits meines Geschwafels auf die Suche machen kannst. Die Suche nach der wahren Welt da draußen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. The Thief in the Temple. Escapism in the pre-apocalyptic era.